sauberen Dreck? Okay, dann benutze Wasserbecher mit Waschbecken. Oh nein, der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Nein. Jetzt ist er weg. Okay, dann benutze Waschbecken nochmal. Und benutze Handtuchspender. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Jetzt können wir es voll malen. Mist. Versagt. So, Spiegel. Spiegel. Benutze Spiegel. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Die Haare sind nicht immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Ja, dann rede mit Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Okay, vielleicht können wir den Seifenspender aufschrauben. Das wäre eine Lebensaufgabe. Und den Spiegel abschrauben. Na, Fußnagel rückwärts. Der Kasten lässt sich leider nicht aufschrauben. Lässt Schade. Sich irgendwie nichts aufschrauben. So finde ich nie heraus, wer die Handtücher immer wieder einzieht. Ich tippe auf ein Sterium. Ach, Harvey, da passt doch kein Sterium rein. Doch. Das ist ein Sterium. Ein Ministerium. Na. So, da kamen wir her. Wollen wir da mal rein? Ah, ein Automat. Da schießt jemand auf Dr. Ja, okay, mach du. Mach, was immer du denkst. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Wo sie recht hat. Benutz doch mal den Kaugummiautomaten. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah, alt und ungenießbar. Nö, wo ist das hingeflogen? Das hätte man ja wohl mal benutzen können, um irgendwas zu kleben oder so. Keine Wie in jedem guten Spiel. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Nimm mal alles mit, was da drin steht. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Und das andere? Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Ob es das andere war ein Cornflakes, aber ich habe zweimal das gleiche genommen. Ah, okay. Und Marmelade? Jeder mag Marmelade. Sie muss Marmelade mitnehmen. Natürlich. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Das ist natürlich bitter. Ich dachte immer, Marmelade wäre süß. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Ich glaube, das bringt es nicht weiter. Oh, das kann sie nicht immer kauen. Ja, zumindest das gekaute Kaugummi könnte sie ja mitnehmen. Dass sie was zum Kleben hat. Irgendwo. Fenster. Benutze Fenster. Steht der Tisch im Weg, oder? Ah, nee. Aber raus kann sie nicht. Ah, warte! Jetzt kau noch mal ein Kaugummi. Jetzt fliegt es nämlich raus, wahrscheinlich. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Und? Buah, alt und ungenießbar. Okay, es bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Okay, hoch. Nehme ich mal wieder. Zack, zack, zack. Pflanze. Hi, Pflanze. Zieh mal die Pflanze. Ja. Ja, ergibt Sinn. Was tust du da? Ich spreche pflanzisch. Aber Edna, Pflanzen können doch gar nicht sprechen. Im Gegensatz zu Stoffhasen.
Okay, im WC war auch nichts mehr. Gehen wir mal wieder zum Flur. Da hinten können wir auch nicht mehr gucken. Gehen wir noch weiter runter. Das Fenster war noch, aber egal. Gehen wir erstmal weiter runter. So, da scheinen die ganzen Irren zu sein, die keinen Sonderstatus haben. Dann benutzen wir mal wieder die Tür. Die ist verschlossen. Ist sie nicht? Du kannst die knacken. Und zwar mit Cornflakes. Ups. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Okay, wir haben einen Polizeiausweis. Den benutzen wir. Den schauen wir uns erstmal an. Ich gehöre jetzt zum Sonderkommando eines gewissen Kommissar Kellogg. Okay, aber die Tür kriegen wir damit trotzdem nicht auf. Aber mit Fingernägeln. Schauen wir mal. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Das sind auch keine... Ach, das sind wahrscheinlich Nieten. So, dann schauen wir mal da rein. Vorsicht, Hochspannung. Wow. Ja, dann beenden wir das Spiel an dieser Stelle, würde ich das sagen. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Das erklärt, warum sie sich auch immer wieder an nichts erinnern kann. Dann schau dir mal die Kontrollen Sieht an. Sieht kompliziert aus. Benutze sie einfach da mal. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Und wenn du den Hebel umlegst? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Pizzakabel. Helm. Schau dir mal den Helm an. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Dann nimm ihn mit. Manche Hüte kann ich einfach nicht tragen. Oh. Kannst du ihn benutzen? Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Und mehr gibt's hier auch nicht. Irgendwie nicht. Den Hebel ansehen. Der bedient den elektrischen Stuhl. Dachte ich mir fast. Ich habe das Gefühl, hier landen wir nochmal. Okay, wir können aber noch weiter runter. Oh nein, da ist wer? Wer ist das? Ein Yuppie. Er telefoniert. Sieht man. Sieht nicht sehr erfolgreich aus. Nein, nicht wirklich. Hallo? Hey, du. Hallo? Er reagiert nicht. Vielleicht können wir was nach ihm werfen. Wir haben nichts zum Werfen. Gehen wir mal noch weiter runter. Eine Sitzgruppe. Hocken wir uns noch mal hin und warten. Das ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. Gang. Holla. Welcome. Und jetzt können wir raus, oder wie? Einfach raus. Ah, nee, ist die Küche. Dann nehmen wir uns noch mal den Topf mit. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Jetzt auch noch ein kleiner. Ja, hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Der kommt mit. Jawohl. Und eine Spüle. Schauen wir uns die Spüle doch mal an. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Ich dachte, du kriegst immer nur Wasser und Brot und kein Kantinengemüse. So, da ist ein Besteckschrank. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Ach nee. Dann... Du nutzt das. Große Überraschung. Da ist Besteck drin. Oh nein. Dann nimm dir was da draus. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Dabei hätten wir doch so dringend einen Löffel gebraucht. Okay, die anderen Schubladen scheinen nicht zu gehen. Speiseplan. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Okay, da können wir bestimmt später noch was manipulieren. Und Topflappen. Hier an der Wand nutzen sie mir gar nichts. Ja, dann nimm sie mit.
Und die Handtücher kannst du auch gerade mitnehmen. Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. An der Hintergrundgrafik. Ach ja. Können wir da raus? Willst du wieder? Jo. Senf. Senf kann man doch immer gebrauchen. Senf und Ketchup. Also kriegen wir eine richtige Stange an Zeug, ja? Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Können wir mal nachgucken. Ausgang und Tür. Aushang und Tür. Schaut aber den Aushang an. Hier steht, heute bekommt jeder sein Leibgericht. Bockwurst! Yippie! Steht da das Gleiche? Wahrscheinlich schon. Hier steht, dass aufgrund massiver Löffelknappheit Rückgabezwang besteht. Oh. Dann gehen wir mal raus, das ist ja gleich hier. Blind, rechts, oh, egal. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, da sind wir wieder da. Okay, das hat uns ja nicht weitergebracht. Können wir durch die Haupteingang raus? Da? Nein, da. Nee, da war doch, wir waren doch gerade im... Egal, schau einfach mal nach. Ich bin verwirrt. Aber hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir noch nicht. Schau an, hässlicher Mann. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Genau. Und der Nächste? Der große Deuter Jung. Genau. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Und wie? Und trotzdem ist er noch hässlich. Ja. Schade, schade. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Allerdings. Könnt ihr mal nachgucken. Oh, wie süß. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Ist Poki nicht der Typ, der das Spiel gemacht hat? Weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich die? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Na, dann wollten wir eh nicht teilnehmen, oder? Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Ja. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Okay, das bringt uns erstmal auch nicht weiter. Definitiv einfach rausgeschickt. Ja. Wie gemein. Gehen wir mal zurück. Dann gehen wir da hinten wieder raus. Da? Nee, anders, rechts. Da? Ja, ich würde mal sagen. Weil da ist doch, da müsste doch eigentlich auch die Tür sein, oder? Hier müsste es doch rausgehen, oder nicht? Oh, oh. Hoch. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Richtig. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna? Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, was? Ich weiß es nicht. Da, richtig? Ich bin's leid. Alarm! Nein. Entflohener Patient! Was gibt's? Na, was wohl? Eine entflohene Patientin!